Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spiel im Magazin und wir sind beim Kansas Lottery 300 auf dem Kansas Speedway. Ihr habt es ja gesehen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ich rekapituliere nochmal, wir sind in den Playoffs. Ich bin zwar weitergekommen in die Runde der letzten 8, allerdings nur mit mäßigen Ergebnissen. Einmal Platz 9, einmal Platz 6, einmal Platz 5. So, das ist nicht so geil. Wir werden irgendwie schauen müssen, dass wir uns steigern. Und das wäre schon ehrlicherweise das absolute Minimum. Also, ich wollte ja das letzte Rennen schon gewinnen. Bin kläglich gescheitert. Und jetzt bin ich hier auf dem Kansas Speedway, einem mir, so glaube ich, unbekannten. Insofern darf man gespannt sein, was hier so möglich ist. 32.958 ist auf jeden Fall mal die Zeitvergabe jetzt hier fürs Practice. Ich wünschte mir, ich könnte bei knapp unter 30 Sekunden rauskommen. Das wird aber jetzt wohl nichts werden. Aber wir schauen mal, wo wir landen. Na, immerhin knacke ich mal die Zeit schon im ersten Anlauf. Aber es ist eben noch keine Spitzenzeit. Es ist einfach nur eine gute Zeit. Mehr und nicht weniger. Und ich werde auch nicht schneller. Careful, still there. You got room, you're clear. Ich sag's mal so, ein paar Kontakte weniger mit der Wand wären auch wahrscheinlich auch hilfreich. Ihr merkt auch schon, ich werde immer ruhiger, weil ich sehe, wie mir diese Meisterschaft etwas entgleitet. Keep it up now. That was your best lap ever. Jetzt im Qualifying werde ich natürlich wieder nicht so schnell sein, wie man sein könnte. Auch wenn meine Zeiten jetzt hier immer besser geworden sind. Aber wie gesagt, im Qualifying wird es dann immer noch etwas anders. 32,2. Ich war nah dran eigentlich. Time to go now. Time to go now. Okay, wir schauen mal. Wir schauen mal, was möglich ist. Mit etwas Glück müsste es doch mal wieder klappen. Zumindest mal mit einem Podestplatz. Ein Sieg wäre natürlich schon das Allerbeste, aber was soll ich sagen? So. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir diese Runde anständig über die Runde über die Bühne kommen.
Das war jetzt gefühlt gar nicht schlecht. Aber faktisch. Na gut. Ja, gut. Damit lässt sich zumindest mal arbeiten. Platz 6 ist unter Umständen gar nicht so schlecht. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Oh, sehr schöner Sonnenuntergang. Garrett Smith ist nicht besonders schnell. Cesar Baccarella musste seinen Motor wechseln. Und der Jeffrey Earnhardt hat das Qualifying für sich entschieden. So, das mag alles sein, aber ich will nach vorn. Ich brauche jetzt ehrlicherweise so langsam ein Erfolgserlebnis. Das wäre nicht so schlecht. Hold your line, driver. Top three, use it if you need it. You got room, you're clear. You got room, you're clear there. Inside. Die Startphase haben wir mal überstanden. Stay low, stay low. Clear all around. Outside, outside. Oh, wow. Das wird ein ganz enges Rennen. Careful, still there. All right, you're clear there. Das wird eine enge Kiste. Verliere irgendwie in dieser letzten Kurve, verliere ich Zeit. Ich glaube, jetzt in dem Rest des Ovals gewinne ich ein bisschen Zeit. Und unterm Strich glaube ich, dass ich auch ein wenig schneller bin. Aber besonders in der letzten Ecke. Keep hitting your mark. You'll keep getting better. Aber im Moment ist noch alles gut. Wir sind auf Platz 1. Das ist eine wundervolle Atmosphäre. Meine Rundenzeiten sind okay. Meine Reifen fühlen sich gut an. Nichts schwimmt. Jetzt beginnt es so langsam ein wenig mit den Vibrationen im Controller. Aber es sind eigentlich ja auch nur noch zwei Runden. Letztlich, wenn man die Vibrationen spürt im Controller, geht es vor allem darum, das Ganze nicht sich so aufschaukeln zu lassen. Weil das Auto fängt dann so an, in so eine Pendelbewegung zu kommen. Und wenn das passiert, lohnt es sich tatsächlich kurz vom Gas zu gehen. Jetzt gerade in der Kurve hatte ich das gemacht und das hat geholfen. Einfach damit diese Bewegung nicht weitergeht, weil notgedrungen ist das nächste, was kommt, dass das Heck sich vorbeischiebt. Und das ist ungut.
So, Leute, ich kann es ja nicht fassen. Oh, meine Pechsträhne ist hiermit offiziell beendet. Good driver. Way to earn that checker flag. Verdammt, noch eins. Echt, das war jetzt aber ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Da gönne ich mir sogar einen Burnout. So fantastisch finde ich, dass ich das jetzt endlich mal wieder gewonnen habe. Da gehe ich seitwärts in die Kurve. Sogar ein Rückwärts-Burnout. Ah, tut das gut. So, dann schauen wir uns das Replay noch an. Ich bin ja als Sechster gestartet und konnte mich dann aber glücklicherweise schon relativ zügig vorbeischleichen. An allen Kontrahenten. Toll. Ja, genau, das war die Szene und jetzt kann man hier. Ah, das ist der Tyler Reddick. Aha. Das bin nicht ich, aber das bin ich. Hier, Überholmanöver. Auf dem ersten Platz. Irgendwie sieht das linke Auto voll mini aus, ins rechte riesengroß. Voll der SUV. Jetzt haben sie sich angeglichen. Also gut, okay. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben ein Rennen gewonnen. Unglaublich. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. 77.000 gibt es immerhin. Und jetzt ist die Welt auch wieder in Ordnung, wie wir sehen. Ah, bin ich endlich wieder Erster. Meine angeborene Position. Platz 1. So. Dann machen wir mal weiter. Jawohl, die Siegesfeier nehmen wir natürlich auch mit. Heute Abend wird gesoffen. Das kann ich euch versprechen. Hier wird gefeiert. Bis sich die Balken biegen. So. Finish Event. Confirm. Leave Track. Alles klar. Wir schauen, ob noch sich irgendwas zugetragen hat, was ich jetzt wissen sollte. Aber ich denke nicht. Genau, hier gibt es noch ein Race Summary. Wie immer, 79.000 Dollar, 5.500 neue Abonnenten. Hoffentlich auch auf meinem YouTube-Channel irgendwann demnächst. Das wäre natürlich ganz toll. So, perfect race. You know what? You brighten my day every time I see you. Das sind Sätze, die man von Rennfahrern selten hört gegenüber Konkurrenten. So, morgen steht uns dann das 31. Rennen an. Es geht weiter in die Playoffs. Nachdem ich jetzt ein Rennen gewonnen habe, bin ich etwas entspannter und hoffe, dass du auch morgen mit dabei bist, um zu sehen, wie es hier weitergeht. Auf dem Texas Speedway steht nämlich ein 8-Runden-Rennen an und ja, ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. So, in diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten, wir sehen uns morgen. Ciao! I'm going to go to the next one.